Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei meiner WoW Cataclysm 1 bis 60 Reihe. Wir befinden uns noch immer in Beutebucht im südlichen Teil und sollen für den Baron seine Flasche mit Doppelrum holen. Und zwar steht in der Quest, wir sollen 3 Treppen nach unten und dann das erste Zimmer rechts. Oder war es links? Nein, da ist ja. Und das sollen wir ihm bringen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, dass wir jetzt dann... Oh oh. Dass wir jetzt dann bald fertig sein müssten. Oh, was geht ab? Wir werden angegriffen. Die Piraten greifen Beutebucht an. Wie geil. Da ist ein Rum. Hau rein. Startvorbereitung. Handbomben aus der alten Hafenbehörde. Oh ja, das weiß ich, wo das ist. Das mache ich. Auf der Suche nach Seehorn. Meldet euch Seehorn in Beutebucht. Wo war denn der? Auch hier irgendwo normalerweise. Ja, da ist er ja. Aber jetzt holen wir erstmal die... aus der alten Hafenbehörde. Dieses Ding, was wir da holen sollen. Ich weiß wieder nicht mehr, was es war. Ich roffe. Die Hafenbehörde brennt. Oh mein Gott. Sie haben Wargenpiraten. Warum haben sie Wargenpiraten? Das gab es ja bis jetzt auch noch nicht. Wo ist das Zeug, das ich holen soll? Glitzert es wenigstens, damit ich Mut das finde. Nags Handbomben. Ist das ein Nag? Nein. Okay. Da. Handbomben. Gehört zurück zum Baron. Okay. Eins nach dem anderen, würde ich sagen. Ist ja echt geil hier. Ein Abschluss-Event. Das freut mich jetzt. Da haben sie wirklich noch was Gescheites rausgeholt. Tötet 8 Korsaren. Okay, kein Problem. Ey, bleib mal da jetzt. Roffelkopter. Die Abwehr. Tötet 10 Räuber. Okay, auch kein Problem. Jetzt gehen wir erstmal hoch und bringen dem Typ die Handgranaten. Handbomben, Entschuldigung. Das sind ja ein WoW. Komm her, mein Freund, hier sind deine Handbomben. Sprecht mit Kreburg und schwingt euch auf einen tapferen Windreiter. Tötet mit dem... Oh, fuck you. Ah. Okay. Wo finde ich Kreburg? Oder wie auch immer er heißt. Wo finde ich dich? Da oben? Nein. Kann nicht sein. Sprech mit Kreburg in Beutebucht. Okay. Alles klar. Kreburg, kein Problem. Beutebucht ist ja so klein, den finde ich bestimmt schnell. Wenn es jetzt hier... Ach so, Kreburg. Das könnte wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wenn Moonboon mal sein Hirn anschalten würde, könnte das der Flugmeister der Allianz sein. Nicht wahr? Können wir das hier schon sehen? Bist du Kreburg? Komm schon, da war's. Nee, er ist Gil. Fuck, wer ist Kreburg, Mann? So ein Rotz. Andere Sache, wie schreibt man den? Dann geben wir den einfach wieder ins Target ein. Nein, er heißt sogar nur Kebok. Target Kebok. Und ich habe ihn im Visier. Und er steht offenbar irgendwo oben. Wenn er jetzt genau neben dem Baron steht, dann drehe ich am Rad. Nein, er steht. Er steht hier hinten, okay. Was haben wir? Handbombe abwerfen und nach Beutebucht zurückkehren. Okay. Oh, das leckt aber rum hier.
Boah, ein ganzes Schiff voll. Ah, fuck. Flieg doch mal geradeaus, Junge. Nice, nice, nice. Es macht immer Spaß, so viele Leute zu bombardieren. Wenn ich groß bin, werde ich mal Bombardierer. Und dann fliege ich rum und bombardiere. Aber nur wenn ich auf so einem coolen Würm, wie heißt die Dinger? Wyvern fliegen kann. Was eigentlich ja ein Manticore ist, oder? Meiner Meinung nach. Ein Löwe, obwohl, nee, es hat Fledermausflügel. Ich nehme alles zurück. 80, go, go. Und das war's. Und zurück zur Base. Zurück zur Base. Kann ich den hier auch töten? Nein. Aber kann ich noch die Piraten töten? Ich muss ja noch ein paar Piraten töten. Ich kann das noch nicht werden. Nee, funktioniert auch nicht. Achso, halt, Angriffsboote muss ich auch noch zerstören. Fuck! Idiot! Ah ja, das haben wir ja auch gleich. Die sind ja hier überall. Okay, das war's schon. Und zurück. War ein kurzer Flug. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay, erledigt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir noch schnell die anderen alle töten hier. Sonst hängen wir nachher mit dem Quest hinterher. Brauche ich Räuber? Ja, Räuber und Korsaren. Beutebucht brennt. Willst du dich von etwas trennen, dann musst du es verbrennen. Oh ja. Oh ja. Kann ich da hoch? Corsair, ja, ich brauche Corsair. Hey du! Na, komm nicht hin. Ist ja keine Planke oder irgendwas. Hey du, nicht hier im Feuer stehen. Hast nicht aufgepasst. Warst noch nie in einem Raid. Ey, 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 das sind meine, hallo. Wahrscheinlich wollen sich die Piraten hier nur Ruffarmen bei den Blutsegelbukanieren. Oh, Phil. Paradoxon, dabei sind sie doch die Blutsegelbukanier. Oh. Muss ich noch einmal noch was ausprobieren, und zwar sind wir jetzt eigentlich... Reiten wir jetzt automatisch 100%, wenn wir in unsere Mount-Form gehen? Ne, 60. Gibt's da die neue? Gibt's da die neue Form irgendwie? Finde. Gekonntes Reiten? Muss ich da jetzt wirklich erst zum Lehrer und das lernen? Ne, oder? Kackmorgen. Beim Tauchen haben sie diese Reitform auch wieder rausgenommen. Also warum geben sie es den Worgen? Kein Mensch weiß es. Und spawnen tun sie auch nicht, blöden Piraten. Räuber, 8 von 10 schon. Nice. Nur Corsair habe ich noch keinen einzigen. Überwältigen, go. Klick. Ich muss wieder klicken, weil ich nicht... fähig bin, es auf den Tasche zu legen. Das heißt, ich bin fähig, aber ich habe keinen Bock. Okay. Das waren die Räuber. Jetzt brauchen wir noch 8 Korsaren. Wie soll man denn jetzt auf das Schiff da hochkommen? Springen. Irgendwo von oben runter springen. Ja, das machen wir jetzt. Moonboon-Style. Kein Plan, wie es gehen soll, aber improvisiert wird. Räuber, lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Komme ich auf das Dach? Ja. Nur wenn ich geslopt bin, natürlich nicht. Scheiß Räuber, Mann. Ohne Witz. Du kommst in die Hölle. Ich gehe einfach innen hoch. Bin ich ein Fuchs? Nein, ich bin ein Wolf. Ey, die verfolgen mich ja immer noch. Was geht eigentlich ab? Lange Beile oder was? Wie sind denn das?
Komme ich da auch hoch? Nein. Fail. Komme ich da rüber? Komme ich nicht. Da oben. Ey, wow. Ich will das nicht so hoch. Ich habe extra die Musik angestimmt. Geht es nicht, oder was? Doch. Jetzt da rüber. Rüber! Rüber! Fuck! Oh, so ein Rotz. Beutebucht. Ich hasse dich, Beutebucht. Du bist so schön und so hässlich. Wie Berlin. Reicht es schon hier? Ja, oh, wir können sogar schon eine Quest abgeben. Wenn wir gerade hier sind, ne? Leder! Ausdauer, Ausweichwertung. Nein, Schwert. Ja. Streitkolben, Armbrust. Jetzt haben wir es geschafft. Komm her, du Gimmelpimmel. Oh ja. 3 von 8. Ey, was liegt da? Warum liegt hier ein Seil? Jede Welle, wenn ich das benutze, dann seile ich mich vom Schiff ab oder irgendwas und komme nie wieder hoch. Und die Quest ist fehlgeschlagen. Aber hier gibt es ja gar keine mehr. Muss ich jetzt noch rein oder was? Boah. Ja, unter Deck ist alles voll mit ihnen. Klicker, Klicker, Moonwound, Klicker. Und ich noch. Klicker. Okay. Das war's. Jetzt will ich aber noch wissen, was passiert, wenn man auf das Seil klickt. Jetzt glitzert's nicht mehr. Wow, wie geil. Das ist ja fett. Und es hat uns vom Schiff runtergebracht, wie ich es mir gedacht habe. Okay, dann gehen wir abgeben. Schauen wir mal, ob der Angriff damit zurückgeschlagen wurde. Wir haben ja ziemlich viele von ihnen getötet. 85, dann waren es noch 10 und dann noch 8. Ganz schön was zusammengekommen. Eine Menge tote Piraten. Quest im Schlingendantal. Sprecht mit Kebok, diesmal weiß ich, wo er ist. Und tötet Flottenmeister Feradon. Okay. Boah. Letzte Quest. Hä? Letzte Quest wahrscheinlich. Komm schon. Kommt bald wieder. Oh! Ein Mann-zu-Mann-Kampf, oder wie? Ui, wo fliegen wir hin? Wo ist der? Boah, geil. Brennendes Piratenschiff. Schon alle tot. Wo ist der Flottenmeister? Oben oder im Keller? Im Keller, Roffel. In seiner Kajüte. Wahrscheinlich in der Kajüte. Alle tot. Flottenmeister, da ist er. Ach, und da ist der Krechts Dingsbums. Okay, here we go. Das ist zu weit entfernt. Und klick. Und das aktivieren wir auch mal noch. Und bam. Und du stirbst auch. Ungeziefer. Boah. Was war das? Wir wurden getroffen. Taverne zum salzigen Seemann. Kann ich euch helfen? Der Einstrom. Okay. So. Alle glücklich. Piraten weg.
Feuer gelöscht. Nichts passiert. Geil. Oh, Intelligenz brauchen wir nicht. Beweglichkeit, Ausdauer brauchen wir auch nicht. Gibt's nichts für uns? Doch ein Kopf, aber den können wir nicht benutzen, weil wir unseren Levelhelm anhaben. Na toll, würde ich mal sagen. Na toll. Wenigstens fährt Erfahrungspunkte. Okay, okay. Ein Blick auf die Uhr. Dann sind wir soweit fertig in Beutebucht. Endlich, meine lieben Freunde, endlich. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Level 40,5. Und in der letzten Episode hat uns ja Danny vorgeschlagen, ob wir vielleicht mal das Ödland anschauen, weil es sich angeblich stark verändert hat und jetzt gut wäre zum Questen. Ich habe mich noch nicht entschieden, ehrlich gesagt. Ödland reizt mich, würde ich gern sehen, wie es neu ist. Andererseits war ich früher immer in Tenaris und in Tenaris hat sich, glaube ich, auch ein bisschen was geändert. Von daher, ich überlege es mir bis zur nächsten Episode. Ihr müsst euch jetzt halt einfach überraschen lassen. Ich fliege so lange mal noch nach Sturmwind und werde dort eben die ganzen neuen Spells lernen und alles und schnelles Reiten oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt brauche oder ob ich es nur wieder verpeilt habe gerade eben. Werden wir dann sehen. Alles dies und noch viel mehr in der nächsten Episode von WoW Cataclysm 1 bis 60. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bitte bewertet dieses Video. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.